Ja, hallo zusammen. Unsere Rückreise aus dem Norden Schwedens entwickelte sich doch deutlich spannender als gedacht und so kamen wir unter anderem am Tivedens Nationalpark vorbei. Er liegt in der Nähe von Karlsborg am Vätternsee und bietet eine Vielzahl von Wandermöglichkeiten unterschiedlichster Schwierigkeitsstufen. Die Aufnahmen, die hierbei entstanden sind, möchten wir euch hier unbedingt noch nachliefern. Hier vom Haupteingang starten wir unsere Erkundung vom Nationalpark und freuen uns, wenn ihr uns wieder begleitet. Auf geht's! Nein, man muss nicht solche schwierigen Wege gehen. Es geht auch sehr viel einfacher. Aber alle Wege sind sehr gut gekennzeichnet. Zentraler Mittelpunkt des Parks ist dieser See. Mallis filmt mich wieder. Nachdem wir wieder auf unseren Stellplatz etwas außerhalb vom Nationalpark zurückgekehrt waren, stärken wir uns erst einmal mit Göttbulla, einem schwedischen Nationalgericht und Käse, ehe wir zum zweiten Eingang des Nationalparks aufbrechen. Vom Parkplatz her kommend gelangt man als erstes zu diesem wunderschönen Badestrand, dem einzigen hier am See. Und von hier aus starten wir auch unsere Wanderung zunächst zur Vitsand Grotorna und anschließend zum Junker Jägersten. Thank you.
Das, liebe Freunde, war unser Besuch im Tivedens Nationalpark bei Karlsburg am Vetternsee. Zum Schluss scheint sogar noch etwas die Sonne, da hat man gleich eine ganz andere Stimmung. Nun fehlt noch der Nachtrag 2, da sind wir im Storomossen-Nationalpark. Mal schauen, wie das mit dem Schneiden klappt, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin dürfen wir uns verabschieden und sagen Tschüss und genießt den Sonntag.